Tag allerseits. Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von 54 TV Hausbesuch. Wir sind heute, wie immer natürlich, im Dienste des guten Geschmacks unterwegs bei einem alten Bekannten. Vor 2 Jahren, da waren wir schon mal zu Gast bei ihm auf der Sky Lounge und hey, jetzt ist es auch jedem klar, bei wem wir heute zu Gast sein werden. Natürlich bei Andy B. Jones bzw. dem neuen deutschen David Guetta. Wie er das Jahr 2012 abschloss, aber natürlich auch welche Pläne er für das Jahr 2013 noch hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und ich sage, kommt doch einfach mal mit in den Zebra Club. Wir schauen uns einfach mal an, was er zu sagen hat. Grüß dich, Andi, Hausbesuch. Servus, mein Lieber. Hi. Komm rein. Alles klar? Ja. Gut. Ja, so länger kann ich den Club gar nicht. Danke dir. So, schön bei dir zu sein. Ja. Wir sind jetzt angekommen in den heiligen Hallen von Andy B. Jones, in seinem neuen Club. Obwohl, so neu ist er gar nicht mehr, Andy, oder? Nee, genau. Wir sind schon fast ein Jahr am Start, ja, mehr als ein Jahr. Vergisst man immer ab und zu mal, weil mittlerweile ist es schon eine richtige Institution geworden. Ich hoffe es doch. Dafür tun wir alles, also das Team und ich, dass es so ist. Und es ist nicht immer einfach, das kann ich ja sagen. Ja, hier in Trier was Neues zu etablieren, ja eh nicht. Aber wie läuft's denn? Ich sag mal, vielleicht was Neues zu etablieren ist gar nicht so schwer. Es zu halten ist viel schwieriger, glaube ich. Das ist ja wie in einer Beziehung, ja? Ne, du kennst das ja selbst, man verliebt sich und dann nach ein paar Wochen, ne? Also genauso ist das auch mit einem Geschäft, mit einem Club oder in der Bar, immer diese Power zu haben und zu halten, dass der Gast sich immer wieder wohlfühlt, dass auch das Team immer wieder sein Bestes gibt und sich einschläft und. Das ist, glaube ich, was echt Schwieriges. Das kann ich jetzt mal so dir von Herzen sagen. Was hat sich sonst bei dir im letzten halben Jahr getan? Was hat sich im letzten halben Jahr getan? Ja. Im November die große VÖ mit Adrian Bojupi, sehr erfolgreich, 6-7 Wochen Nummer 1 der Bravo Laser Charts. Wir waren eine Woche lang Top 10 der iTunes Dance Charts in Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist schon ganz gut gewesen. Aber wir haben Video-View über 200.000 Klicks in 3 Monaten geschafft, es waren keine Fakes dabei, also wir haben nichts gekauft oder was gedreht an der Sache, das waren unsere echte Seher. Da bin ich sehr stolz drauf, weil ohne einen Video-Channel, also es gibt ja verschiedene Labels, die Video-Channels haben, die haben so 200.000 Viewers, also Followers, ist das natürlich einfacher. Aber wir haben mit einem Null-Video-Channel begonnen und haben es da erreicht, dass wir in 3 Monaten 200.000 Klicks hatten. Das ist schon ganz okay. Das ist im letzten halben Jahr passiert. Dann haben wir natürlich hier im Club viele tolle Partys gefeiert. Von der Studentenparty bis hin zur coolen Hausgeschichte. Da bin ich eigentlich stolz drauf. Ja, und ich habe natürlich ganz viel fleißig weitergearbeitet im Studio. Das zeige ich euch nachher mal. Wir haben jetzt auch ein eigenes Studio hier im Haus, also im Safari-Haus, mit meinem Partner Peter Albert, meinem Studiopartner, mit dem ich ja eigentlich schon die letzten 4 Jahre fast alle Produktionen gefahren habe, das sagt man so in der Branche. Und den werden wir nachher kurz kennenlernen. Das ist im letzten halben Jahr passiert. Das ist so einiges, was sich da in den letzten 6 Monaten bei dir getan hat. Aber wenn man über dich liest, dann hört man immer der neue deutsche David Guetta. Naja, so wie fühlt sich das an? Das fühlt sich schön an, aber das ist totaler Blödsinn. Also das, manche Redakteure sehen das vielleicht so, aber das ist ein bisschen hochgegriffen. Also da bin ich noch ganz weit weg. Ich spiele jetzt schon ein bisschen Bundesliga mit dem neuen Label, behaupte ich einfach mal. Und die Produktionen sind auch meiner Meinung nach, werden auch immer stärker. Also man passt sich auch an. Ne? Das ist wie ein junger Fußballspieler, der quasi mit 18, 19 Jahren in eine Mannschaft reinkommt, die in der Bundesliga spielt. Und der braucht halt auch 1, 2, 3 Jahre, um einfach vorne mitzuspielen. Ne? Er spielt vielleicht mal 10 Minuten, dann spielt er mal 20 Minuten, irgendwann spielt er eine ganze Halbzeit und irgendwann spielt er halt mal 90 Minuten. Okay. Als Trainer stelle ich mir dann die Frage, ich meine, die Eintracht, mein Lieblingsfußballverein, spielt in der 4. Liga, du hast es jetzt in die 1. Liga geschafft, aber ist 1. Liga in Trier eigentlich möglich? Also kannst du das alles noch von hier stemmen? Ja. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass die Trierer das verstehen und viele tun es ja auch, unterstützen mich auch, das freut mich immer sehr. Es ist nicht immer einfach. Schöner wäre es natürlich, wenn man in einer Großstadt leben würde, wo man noch mehr Kollegen um sich herum hat, die einen unterstützen können oder wo man einfach zusammen mehr Power geben kann. Trier wird oftmals so ein bisschen vergessen halt, ne? So habe ich das Gefühl. Auch von der Industrie, leider. Aber deswegen, wir feiern genauso wie alle anderen und wir trinken auch Wasser wie alle anderen. Früher als Trierer Jung, wenn man das vergleicht, deine Zeit, die du gebraucht hast von Porta bis zum Viehmarkt, Porta bis Viehmarkt.
Bin ich immer zu weit gelaufen? ja, 5 Minuten. 5 Minuten. Und mittlerweile ist er wahrscheinlich eher eine halbe Stunde mit jedes Mal stehen bleiben, winken, Smalltalk. Anstrengend? Ich habe jetzt seit geraumer Zeit auch mal wieder eine Lebensabschnittspartnerin. Ja? Hört, hört. Also keine Bewerbung mehr an mich schicken. Und daran habe ich jetzt gemerkt, dass das schon manchmal ein bisschen, also es ist nicht nervig, um Gottes Willen, aber für sie war es am Anfang schon sehr schwer, weil man viele Leute kennt, aber das gehört dazu, das ist ja schön. Also ich finde das toll, wenn viele Leute einen grüßen und man auch erkannt wird, dass damit lebe ich davon, damit verdiene ich mein Geld, also um Gottes Willen. Wenn nicht, wäre es schon schlimm. Ja, das glaube ich dir. Aber wenn man die meisten Trainer fragt, von der Porta Nigra bis zum Viehmarkt, dann heißt es seit geraumer Zeit, zumindest im Sommer, ungefähr 1,5 Stunden, weil die machen natürlich Zwischenstopp in der Sky Lounge. Das ist natürlich noch am allerbesten, wenn man den Zwischenstopp in der Sky Lounge macht, genau. Okay. Wann geht's da wieder los? Wie immer, 1. Mai ist Start-up ja jedes Jahr. Wir hoffen, dass das Wetter auch dementsprechend zu dem Tag auch rockt, sonst wird es halt der 2. oder 3. Mai. Also ist immer so geplant. Du musst ja einen Termin setzen, wo das Team halt alles aufbaut. Es muss dieses Jahr unwahrscheinlich viel renoviert werden. Der Sommer und der Winter war extrem scheiße, auf Deutsch gesagt, darf man das sagen, ja. Und dieses Jahr ist es halt echt viel, es muss einfach viel gestrichen werden. Wir bauen auch ein paar Sachen neu, wir machen einen komplett neuen Kickenboden rein und. Aber ich freue mich schon drauf, bin heiß. Ist ja so mein kleines Ibiza auf 30 Meter Höhe in Trier. Und 1. Mai geht's los. Ansonsten 2013, das Jahr, was dürfen wir von Andy B. Jones noch erwarten? Wie gesagt, Musik ist für mich ja das Nonplusultra momentan. Wir sind, also Peter und ich, sind fast jeden Tag am Produzieren, wenn ich die Zeit habe. Zwischen der ganzen Organisation und Koordination für die Läden halt, also für Skylounge, Safari House und so weiter und so fort, möchte ich dieses Jahr vielleicht Ende des Jahres auch mein Album auf den Markt bringen mit den Tracks, die wir so in den letzten 1 bis 1,5 Jahren lang gemacht haben. Wir werden ein paar alte Sachen vielleicht mal neu aufmischen mit neuen Beats, neuen Sounds. Ich werde noch 1, 2 Remixe dieses Jahr abliefern müssen. Da sind noch schon 1, 2 Anfragen da. Also viel Musik werde ich machen und natürlich versuchen, dass auch das Safari House weiterhin beliebt ist bei den jungen Leuten, bei den Gästen, bei den Trierern. Und dass man gesund bleibt und glücklich bleibt. Also wir wünschen dir das auf jeden Fall. Und ich bin besonders froh, dass Trier musikalisch, nichts gegen Gildo Horn, aber nicht mehr mit ihm verknüpft wird, sondern neuerdings, oder gar nicht mehr so neuerdings, aber auf jeden Fall viel, viel mehr mittlerweile mit Andy B. Jones. Und der Mann, den du jetzt schon dutzende Male erwähnt hast, nämlich den Peter, den gehen wir uns jetzt mal angucken bei seiner Arbeit. Machen wir. Gut.